dachte, das wäre nur in Frankreich und in Belgien und so. Aber dann habe ich meiner Frau gesagt, hier, guck mal, das sind die, über denen in den Nachrichten gesprochen wird. Und deswegen, die schrecken diese Leute an. Jetzt heute mittlerweile, das war schon immer so, ich kenne das mit meiner Mutter, ich kenne das mit meinen Schwestern, ich kenne das mit meiner Frau, dass die Leute komisch gucken. Aber jetzt vor allem dreht sich jeder um. Jeder dreht sich um. Und glaub mir, wenn man nicht geduldig ist, die Beleidigung, die man sich anhört von diesen Muslimen, wenn man nicht geduldig wäre, dann hätte, würde man jeden Tag, weiß ich, jeden Tag eine Schlägerei machen. Deswegen, ich versuche schon so wenig wie möglich mit meiner Frau rauszugehen. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir verstehen, worum es geht. Jetzt, was ist unsere Handlung? Was machen wir? Die sagen Kopftuchverbot, Niqabverbot. Was machen wir? Ziehen wir aus? Damit wir hier bleiben dürfen, damit wir Hartz IV und AGE bekommen? Und ich sage und betone, dass einer der Hauptgründe, warum die Muslime dieses Land nicht verlassen wollen und wieder zurückgehen zu ihren Heimatländern, obwohl sie da Villen haben, obwohl sie da Cafés haben, obwohl die da so viel Alhamdulillah Besitz haben, sie bleiben trotzdem hier, wegen diesen Sachen. Wegen diesen Sachen. Aber ich sage, Wallahi, ich warne davor, wenn man seine Religion verliert, dann hat man die Dunya und die Akhira verloren. Dann hat man alles verloren, dann hat man nichts mehr hier, dann hat man nichts, Dunya und Akhira auch nichts. Und man macht Allah subhanahu wa ta'ala zornig. Deswegen, liebe Geschwister, die Leute wissen um die Stärke der Religion. Die Religion selber ist stark. Auch ohne uns. Sie wissen, dass das die Wahrheit ist. Und sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, nicht wir. Wir sind stolz auf diese Religion. Und wir sind ehrenhaft mit dieser Religion. Ohne diese Religion sind wir nichts wert. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Religion herabgesandt aus seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Religion ist nicht irgendeine Religion, sondern die Wahrheit. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. Die Rechtleitung, Wadinen Haq und die Religion der Wahrheit, um diese Religion als Weltreligion, Yudhirahu ala Dini Kulli. Diese Religion hat die Weltherrschaft, ob sie wollen oder nicht wollen. Es wird ein Tag kommen, wo La ilaha illallah Muhammad Rasulullah am höchsten ist. Ob wir das wollen oder nicht wollen, ob sie es wollen oder nicht wollen, Wallahi, das interessiert keinen. Und das muss uns klar sein. Und ihr müsst auch wissen, dass die anderen Religionen von Leuten verfälscht wurden. Weil das die Wahrheit war. Das Christentum, das Judentum war die Wahrheit, die Allah subhanahu wa ta'ala auf seinen Propheten herabgesandt hat. Aber sie wurde von Leuten verfälscht. Und das ist genau das, was sie mit unserer Religion machen möchten. Sie wollen unsere Religion verfälschen und verdrehen. Sie wollen eine Soft-Religion. Sie wollen Muslime, die namentlich Muslime sind, heißt Ali, Ahmed, Fatima, Aisha, aber sie haben nichts mit der Religion zu tun. Sie essen Schweinefleisch, trinken Alkohol, feiern Weihnachten, tragen kein Kopftuch, aber heißt, wenn du dir das fragst, ja, ich bin Muslim. Solche Leute wollen sie. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sich als Verantwortung genommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich diese Verantwortung selber zugeschrieben, dass er diese Religion beschützt vor der Verfälschung. Und den Koran beschützt vor der Verfälschung, dass er nicht gefälscht wird. Bis hier auch eher. Deswegen wird es die Wahrheit bleiben. Und diese Wahrheit wird strahlen. Und bi'idhnillah ta'ala wird diese Herrschaft bekommen. Das Problem sind nur wir. Es gibt heute zwei Sorten der Verständnisse des Islams. Zwei Arten von Verständnissen von Islam. Die Art, den Islam von Dhulm, von Niederlage und Schlamerei
Und auf der anderen Seite gibt es das Verständnis von Leser, von Ehrenhaft und Stolz. Dieses andere Verständnis, das erste Verständnis, da sieht man die Leute, dass man sich die ganze Zeit am Verteidigen ist. Du musst dich verteidigen, warum trägst du Kopftuch? Ja, warum trägst du? Gerade war ich mit meinem Bruder unterwegs, habe ich zwei Nonnen gesehen. Ihr seht, wie warm es draußen ist. Sehr warm. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, habe ich gesagt, Subhanallah, ist denen nicht warm? Ist denen nicht warm? Und dann sagt mein Bruder zu mir, dann sagt er, die haben es noch schlimmer. Bei uns die Frauen, Alhamdulillah, sie bedecken sich, weil Allah das so will. Und weil es auch besser ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Allah hat das ein Befehl zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sprich zu deinen Frauen und deinen Mädchen, wa nisa'il mu'minin, und den Frauen der Gläubigen, was sollen sie machen? Sie sollen sich die Gewänder von oben herunterlassen. Warum? Damit man ihre Mahasin, damit man sie nicht ärgert oder sie nicht anmacht, wenn man sie sieht. Ja? Und dann sagt mein Bruder zu mir, aber wir bedecken uns, unsere Frauen bedecken uns, aber sie haben einen ganz normalen Alltag. Sie lachen, haben Spaß, machen Urlaub, machen alles andere auch. Und vor allem, sie heiraten. Eine ganz natürliche Sache. Heiraten, Mann und Frau zusammen, heiraten. Diese Leute heiraten nicht. Warum greift ihr keiner an und sagt, hier, die armen Frauen heiraten nicht, die Nonnen? Und das ist eine ganz normale Sache, da würde ich krank sein, wenn ich nicht heiraten könnte, würde ich durchdrehen. Eine natürliche Veranlagung, eine ganz normale Sache, die jeder normale Mensch hat. Das Verlangen nach einer Frau und die Frau genauso, das Verlangen nach einem Mann, eine ganz natürliche Sache. Und sie bekämpfen die Natur, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Warum steht ihr nicht auf und kämpft für die Nonnen, die Armen? Die müsst ihr retten, dass sie auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Aber die Muslime, diese Dhul, diese innere Niederlage. Ja, meine Frau, nein, die trägt kein Kopftuch. A'udhu billah. Und es muss uns klar sein, dass es eine Pflicht ist. Es ist haram, sich nicht zu bedecken für eine Frau. Es ist eine Sünde. Eine Pflicht. Wie das Gebet, wie das Fasten, wie alle anderen Pflichten. Und jeder Vater hat die Verantwortung, dass seine Tochter sich bedeckt. Und jeder Mann hat eine Verantwortung, dass seine Frau sich bedeckt. Jeder Bruder hat eine Verantwortung. Jeder Familienangehörige hat eine Verantwortung über seine Familie. Und wenn man das akzeptiert und gut heißt, dann ist man gleich in der Sünde. Das muss man wissen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, La yadkhulul jannata dayyuth. Das Paradies betritt kein Dayyuth. Sagen die, ja Rasulullah, was ist ein Dayyuth? Sagen die, der Munkar in seiner Familie akzeptiert. Subhanallah, stellt euch das vor, wisst ihr, um was es geht? Es geht um das Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du siehst das Paradies nicht. Genauso sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, Leute sind Fähne mit Ahlen Nar, lam arahum.